Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Retro Blind. Super Mario World, Super Nintendo hatten wir schon. Wir haben schon mehr als einmal Yoshi sterben lassen. Und werden jetzt reinstarten in das 8. Kapitel. So. Als letztes haben wir die Star Road gemacht und jetzt schauen wir mal, dass wir ja die... Achso, ein Unterwassergeist-Level. Das geht ja gut los. Das Wasserlevel machen, wollte ich sagen. Oh. So easy going. Wie ihr hört, die Leute, die Seven to Die nicht, Seven Days to Die nicht verfolgen. Ich habe jetzt ein neues Mikro, dementsprechend könnt ihr mich wahrscheinlich ein bisschen besser hören, beziehungsweise ja, klarer, deutlicher. Oh, das ist ja toll. Hochkonzentriert hier. So. Ja, machen wir safe hier. Also machen wir das nicht wieder von vorne. Jetzt haben wir Zeit. Keine Ahnung, ich mach das einfach mal. Oh, ein Pilz. Hallo Pilz. Okay. Okay. Sterbe ich jetzt, wenn ich da runterspringe? Bei meinem Glück sicherlich. Wir werden es einfach mal probieren. Boah. Das war auch mehr Glück als Verstand. Sehr schön. Easy Snack. Man muss auch mal Glück haben. Ach so. Okay. Ja, da habe ich jetzt Lust. Okay, safe. Das nimmt uns schon keiner mehr. Müssen wir mal schauen. So, Mr. Morph ist auch am Start. Ah. Ach, warte mal, kann ich den hier nicht mitnehmen? Den Knecht? Den kann ich doch instrumentalisieren, oder? Oder? Okay. Wir nehmen keine Abkürzung, wir nehmen einfach den direkten Weg. Okay. Man kann drauf reiten, aber darf ihn nicht anschieben. Ich dachte, er wäre mit seiner Sonnenbrille einfach sowas wie Bro. Vielleicht nehmen wir doch die Abkürzung. Na komm. Komm, Schatz.
das geht hier. Dazu kriegen, dass er hier anlaufen. Ach so, sehr schön. Ach ja, dann nicht. Ich glaube, du brauchst Anlauf, keine Ahnung. Okay. Nice. Ja. Ja, sind wir dann, also ist das Spiel dann zu Ende, wenn wir da das Bosa-Schloss haben? Mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, aber wäre ich jetzt auch nicht sonderlich böse drum. Also Super Mario, super Klassiker, super Spiel, alles hin und her, aber ich glaube, ich werde mit, das sage ich jetzt noch, mit Yoshi Island, Super Mario World 2 wesentlich besser, mehr Spaß. Hier, das macht mir natürlich auch vollkommen viel Spaß, aber mehr, ich glaube, das wird mich mehr catchen. Als das hier. Gehst du wieder zurück? Läuft bei ihm. Danke, Bro. Ja, genau. Eigentlich wollte ich nur da oben dran. So, was gibt's noch bei Super Mario Maker? Na komm. Ich vermute mal, das ist auch eine. Wie heißt das? Eine Trap? Nee, doch nicht. Dann habe ich das falsch gesehen. Och, bin ich. Also, das müsst ihr mir erklären. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Also, das war jetzt nicht nett. Okay. So, wir machen das anders. Also, das ist... töte ich die? Also töten die sich, die fallen doch darunter, ne? So, wo geht's hier lang? Oh, das ist wieder eine Abkürzung, so dass ich das Level nochmal machen muss. Ach so, Glücksspiel. Läuft. Ich hab gelernt, der hier bestimmt. Boah. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich Lotto spielen, aber... Oh. Ja dann... hänge ich den YouTube-Kanal an den Nagel und werde Lotto spielen. Achso, nice. Hier war ich doch schon mal. So, theoretisch müssten doch... Achso, sind sie nicht. Sehr gut. Macht mir aber auch, also das bringt mir glaube ich nicht viel Vorteile. So. Ist gut, dass ich den hier.
Sehr schön. Immer wieder gern genommen. Ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich gehe jetzt einfach. Das ist mir alles zu aufregend hier. Dass es ja auch nicht einen einzigen Pilz gibt, ne? Ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So. Gern gehabt. Ast rein. Nehme ich mit. Habe ich geschafft. 3 Leben noch. Wir spielen das Spiel eh nochmal. Also das Level. Gehe ich ganz fest von aus. So, das ist ein großes Dings. Das auch immer sagt. Ach, guck mal, das krieg ich. Ach, nee. Meine Freunde, die Fledermäuse. Ach, guck mal, ich sehe die jetzt noch nicht mehr. Das ist ja super. Pilz hier drin. So. Da kannst du schön hier im Shelter das alleine machen. Boah, komm schon, ey, du beleidigen. Ich wollte nicht Exkrementenvogel sagen oder so. Ah, das hätte ich anders machen sollen. Erst einsammeln und dann den. Gut, dass ich einen Yoshi bei habe. Mal gucken, hier hochgehen. Gerade gemacht. Schade. Ich dachte, ich hätte. Ich hoffe, ich überlebe das einfach. Danke. Den nehme ich mit. Safe. Ich dachte, man könnte drüber fliegen, so ein Klassiker. Alle Yoshi-Münzen eingesammelt haben, musst du die auch mitnehmen. Wichtige Sache. Warum konnte ich vorhin fliegen? Also warum gab es da Yoshi-Flügel? Wisst ihr, wie ich das meine? Ach Mist. Ich hätte da schon rüber gemusst, ne? Ja. Jetzt wieder verpennt, ne? Schön. So, jetzt aber. Also man muss ja mein Skill-Level mit dazu rechnen. Puh. Und dafür lebe ich schon echt lange. Oh nein! Wenn meine Zeit nicht abläuft, ich lasse mich nicht stressen. Okay, vielleicht ein bisschen. Ah, guck mal, hier geht's bestimmt raus und dann safe. Ziel und gut ist. Okay.
Echt jetzt? Oh. Easy. Easy Snack. So, dann machen wir den. Diese grünen Bubbles, ne? Die sind ja gar nichts für mein Gemüt. Im Allgemeinen. Spannend. Hat mir die Zunge rausgestreckt. Dann lieber die mal nach links laufen wollen. Okay. Dann nehmen wir die zweite Tür. So. Läuft, ne? Also. Safe. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man... Oh, ein Glück. Okay. Läuft. Gibt's ja eigentlich eine. Ist das wirklich Zufall oder gibt's hier ein Thema hinter, eine Struktur hinter?
Ich glaube, ich finde. Das Ding hier doch. Ach, es ist weg. Natürlich ist es weg. Warum soll es auch nicht weg sein? Oh, das war so schön mit der Feder. Viel mehr darauf aufpassen, dass ich richtig springe. Also mit der Feder ist das schon ein bisschen entspannter, möchte ich sagen. Ja. Genau. Man duckt sich immer, wenn man losspringt. Das ist viel besser. Das so funktioniert. Ich habe gedacht, wir haben so viele Leben, da kann ich jetzt auch mal das ein oder andere vielleicht theoretisch, wenn ich so drunter springe. Okay, wenn ich dann treffe. Nee, hätte aber nicht das den Erfolg gebracht, den ich. Also, ne? Viel zu viel Bewegung. Sag mal, macht mich diese Kanonenkugel eigentlich nur klein? Oder schiebt die mich auch weg? Wenn die mich nur klein macht, wäre das ja Bombe. Dann wäre das ja gar nicht schlimm, wenn die mich treffen würde. Ja, ich kann auch einfach so machen, wie so ein Pro. Okay, das Leben ist da oben nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt hier ins Ziel springen. So, das ist wichtig. Diese, also ich kann nichts anfangen mit... Echt jetzt? Das ist mit ihm nicht richtig. Ich kann mit diesen Höhlenleveln nicht anfangen. Ne? Schiebt er irgendwann? Nö. Nice. Ich möchte hier reinspringen, glaube ich. Ciao. Das kleine Dankeschön als Bonbon. Ich wette mit dir, ich komme links raus wieder. Klar. Dankeschön, wenn wir jetzt in die Lava wahrscheinlich fallen. Wenn wir es können. Oh, Yoshi. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Und ja, man ist dann sofort tot. Ich habe noch probiert, Yoshi zu opfern. Ich war stets bemüht, Yoshi zu opfern, was mir leider nicht ganz gelang. Ja, sehr cool. Habe ich da oben noch einen Pilz drin? Ja. Ich snack mir jetzt diesen Pilz. So. Mal rausspringen? Nein. Hm.
Ende hier. Nicht, dass ich hier durchrushen möchte, aber... Ja. Aber aus solchen Gründen wäre ich gerne am Ende gewesen. Drei Leben noch. Schaffen wir das? Stimmt, oder? Ja, danke. Danke für nichts. Oh nein, komm schon. Verschwinde doch einfach mit deinen komischen Bällen da. Keiner mag dich. Niemand. Noch niemals ich. Noch niemals deine Mutter. Deine... Ja. Nice. Ach ja, ist das nicht schön, Leute? Wunderschön, oder? Egal. Wir haben noch ein Leben. Ich hoffe, er fragt mich einfach nur, ob ich speichern möchte. Ja. Nice. Das wird bestimmt gut funktionieren. So, dann gucken wir mal. Das wird bestimmt lustig werden. Ich mag dieses Geräusch, ne? Also diesen Sound. Speicherpunkt. Ich werde wieder groß. Mir fällt gerade ein, es gab noch so ein Level. So ein... Oh nein, echt jetzt. Es gab noch so ein Level, wo du nur so einen Lichtkegel um dir rum hattest. Hätte ich ihn vielleicht nicht töten dürfen? Das war so... Dankeschön. Mach das mal weg.
Komm. So, 30 Sekunden, easy, komm, okay, los hier. Schön, komm, tap. Nein, 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 nein. Ja, tschüss. 19 Sekunden, komm, komm. Voll. Haben wir ihm richtig gegeben. Junge. Ich sammle mal nochmal für andere Leute Eier, ne? So, easy. Oder so. Ja, ich würde sagen. Ich weiß nicht, ob der Super Mario den Frieden wiederherstellen kann. Ich würde sagen, wir sind jetzt in der Fronteingang. Das werden wir im nächsten Kapitel machen. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat fürs Anschauen für eure Aufmerksamkeit. Bin ich bei dem Vortrag. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Bis später. Ciao.